Letztes Mal in Persona 5 Strikers. Oh, wicked bearer of flames, whose heat both soothes and ensnares. We shall sever thy temptation at once. I think you might be overdoing it. Ja, aber was genau hast du von Yusuke jetzt erwartet? Und nun zurück zum Campingtrip. Tja, und damit herzlich willkommen zurück in Persona 5 Strikers. Beim letzten Mal haben wir hier in diesem doch sehr eisigen Jail von der guten Mariko, also der Bürgermeisterin, ja, so ein paar Heizer angeworfen. Und die haben uns aber noch nicht so richtig aus dem Jail wieder rausgebracht. Denn wir stecken hier fest. Wir können ja an den Übergang gehen und wir können nicht zu einem anderen Kontrollpunkt und wir können auch aus diesem Jail nicht fliehen. Das ist schlecht. Denn uns gehen auch ein bisschen die SP aus. Wir müssten mal gucken. Haben wir da noch ein paar Items, die wir uns vielleicht gönnen können, damit wir hier weiter vorankommen. Ich habe aber irgendwie Zweifel, dass wir noch viel haben, weil wir haben schon einiges verbraucht. Ja, das ist erledigt. Da gibt's nichts mehr. Ich könnte höchstens bei der Bindung mal gucken, ob wir da vielleicht irgendwie was boosten können. Erhöht die Max-SP aller Gruppenmitglieder und die Max-TP. SP ist schon Level 2, wir könnten auf Level 3 hochgehen. Plus 3 SP, das ist halt auch nicht so viel, ne? Kostet jeweils 3 Punkte, könnten wir aber machen, weil brauchen können wir das schon, ne? Alles beides. Aber ich glaube nicht, dass es uns jetzt unsere SP wieder auffüllt. Das ist das Problem an der Sache. Einen Stärkeboost könnten wir uns mal geben. Und einen Skillboost. Und dann vielleicht das Glück aller Gruppenmitglieder erhöhen. Damit wir hier ein bisschen bessere Chancen haben in unserer derzeitigen Situation. Ich hoffe, das funktioniert halbwegs. Aber SP habe ich natürlich nicht dazu bekommen. Das war irgendwie klar. Jetzt müssen wir doch mal gucken, wo müssen wir denn eigentlich hin? Sapporo-Uhrenturm, hä? This place is perfect for an ambush. Ich will aber eigentlich den meisten Kämpfen möglichst irgendwie aus dem Weg gehen, um ehrlich zu sein. Ich muss aber irgendwie auch in die andere Richtung, ne? Ich muss auf jeden Fall... Ha, eigentlich nach da drüben so grob, aber das wird nicht, weil da ist die Eismauer. Ha. Das sind überall Eismauern. Wo sollen wir denn hin? Die Heizer haben wir ja alle angemacht. Das ist nicht das Problem und das ist auch noch ein starker Gegner dort. Komme ich da hoch irgendwo? Nicht so richtig, ja? Ich kann da nicht einfach hoch. Naja, mit dem müssen wir uns jetzt auseinandersetzen. Was haben wir denn? Hier bräuchten wir Feuer, oder? Ja. Dann will ich das opfern. Ja, nützt ja nicht. So, das war's dann jetzt. Oh, das war noch ein starker. Das ist überhaupt nicht gut so wirklich. Ah, ich gehe jetzt gleich drauf hier. So eine Scheiße. Was, One-Up? Was macht denn das? Okay. Naja, aber auch nicht viel. Ah. 10 TP, naja. Okay. Oh, Alter! Let's go! Joker, your defense is reduced! You're mine! Ja.
Das ist ganz, ganz schlecht jetzt hier irgendwie. Okay. This one. The enemy's shock. Send it off with a nuclear attack. Nuklear funktioniert. Echt? Ah. Incoming attack. Brace yourself. Battle's almost won. Let's. Na, bei weitem noch nicht. Das ist ja das Problem. Wir haben noch den Dicken hier und der ist ein Riesenproblem. Ja, mach mal. Oh, wieso? Ich würde mir wünschen, dass nach diesen Sonderattacken bei diesem Wechsel direkt wieder auf den Charakter zurückgewechselt wird, den ich ursprünglich hatte. Ah, vorsichtig sein. Wieso habe ich denn jetzt eigentlich wieder SP? Wo kommen die denn her? Na, ist egal, die nutzen wir direkt mal. Aha, ich versuche hier gerade so ein bisschen. Ja, damn. Ah, Ryuji ist raus. Und ich brauche TP. Okay. Ja, na dann mach halt nochmal. I suppose that'll do. Your stamina's getting low. Watch closely how you fight. Komm, wir haben ihn gleich. Das wird schon irgendwie. This one's strong and ice is a no-go. Ja, na also. Ah. Was kann ich jetzt im Moment eigentlich überhaupt nicht gebrauchen? Das nützt ja alles nicht. So, ich muss irgendwie in diese Richtung. Irgendwo darüber. Ja, das interessiert mich aber gerade irgendwie nicht. Ich muss. Du Scheiße. Nee, nicht hier jetzt. Die Showtime-Attacke hebe ich mir auf jeden Fall noch auf. Gut, da kümmern die sich schon drum. Dann gehen wir doch mal auf dich hier. Du bist mir zu nahe gekommen. Gut. So, ich muss irgendwie hier rüber. Hier hoch kann ich nicht, das heißt, ich muss an denen vorbei. That one seems strong. Should we try to fight it? Suspicious. Gut, jetzt sind wir erstmal wieder aus diesem Bereich raus. Oh. How'd you make it through the snowstorm unscathed? Echt, den soll ich jetzt auch noch bekämpfen? Wie soll ich denn das anstellen? So this is the goon behind that snowy mess. Aha. Naja, aber trotzdem, wie soll ich denn jetzt gegen den ankommen? Oh, I'll get punished for sure if she finds out I goofed up. Sorry, but you're all gonna die right here. Das befürchte ich allerdings leider jetzt in dem Fall auch. Das ist überhaupt nicht gut. Ich kann eine Showtime raushauen. Das ist ja schon mal besser als nichts. Ah, ich hätte mal gucken können, ob Ahn noch ein paar SP hat. Da hätte ich ihn mit reinnehmen können. Oh, shit.
Ja, nee, ich hätte hier auf jeden Fall Ahn brauchen können. Das ist so gut wie erledigt. Was haben wir hier? Halt alle gewöhnlichen Statuseffekte, da haben wir ja nicht von. Und Psycho bringt nicht viel. Nee, gegen den kommen wir auf keinen Fall an. So wird das nicht. Das müssen wir nochmal probieren. Los, leg mal noch Juske um. Ja, doch, irgendwie schon. Also das ist jetzt wirklich, ja, ich möchte gerne meine Gruppe mal ändern. Ja, Yusuke bringt uns ja an der Stelle nicht viel, auch wenn er noch einiges an SP hat. Wir brauchen eigentlich Ahn. Und die hat aber auch nur noch 10 SP, das ist schlecht. Was könnte man noch machen? Haru hat noch, die ist auch in der Gruppe. Ach, was machen wir denn? Nehmen wir Ryuchi raus und packen trotzdem Yusuke rein. Dein Gruppenmitglied hat einen neuen Skill gelernt und kennt jetzt über 8 Skills. Skill überschreiben? Was? Ja? Was? Eis umgehen? Nein? How'd you make it through the snowstorm unscathed? So, mal gucken, ob wir jetzt auch nur eine geringe Chance gegen den Kollegen haben. Ich habe so meine Zweifel irgendwie. Persona! Gib mir mal an. So, ich kann aber auch nur noch einen Angriff ausführen, dann war's das. Oh, fuck! Hä? Wie soll ich denn das machen? Archangel! Here! Come! Ich habe keine Ahnung, wie ich das anstellen soll. Habe ich irgendwas, wo ich meine Kollegen wieder befallen kann? Ja. Wieder befallen. Wieder erwecken. Wieso kann ich denn das jetzt nicht einsetzen? Das geht nur außerhalb des Kampfes, ha? Okay. Achso, der ist ja gar nicht in der Gruppe. Was mache ich denn? Haru ist raus. Die müsste ich wiederbeleben, kann ich aber nicht. Das ist doch scheiße, ist das doch. Aber ganz großer. Oh. Ich habe keine Chance, das wird nichts. Naja, das nützt auch nichts, wenn du jetzt einen Riesenhieb machst, fürchte ich. Switching up. I'll kill it. Das klappt doch nie und nimmer. Was soll ich denn gegen den bitte machen? Ah, Verteidigung ist runter bei mir jetzt. Komm, ach shit. Keine Chance hier. Absolut keine Chance. Ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Ganz im Ernst. Fire.
aktive Unterstützung, ja? Das kann doch nicht mehr werden, oder? Oder habe ich hier wirklich noch eine geringe Chance, hier irgendwie durchzukommen? Ich bin nur noch mit Yusuke unterwegs, ey. Das ist schlecht. Das ist richtig übel eigentlich. Oh! Oh! Alter! Please allow me. Fire! Ravage them! Oh, fuck! Na, jetzt ist vorbei. Keine Chance, Alter. Vor allem hängen wir ja in einem Jail fest. Ich kann mich ja nicht mal ausstatten gehen. Was machen wir denn jetzt? Ich fürchte, ich muss auf leicht runterstellen, weil alles andere bringt mir überhaupt nichts. Ja, ich muss jetzt erstmal kurz auf leicht runterstellen, ansonsten kommen wir hier nicht durch. Wir können ja das Jail nicht verlassen. Wir sind ja komplett eingesperrt. Ich kann mich nicht heilen. Ich krieg keine SP. Das ist scheiße. Persona. Ich kann nicht. Ich kann höchstens Showtime raushauen. Archangel. Here. So, und jetzt müssen wir erstmal durchheilen hier. Okay. Thank you. This one. Thank you. This one. Much thanks. There. I appreciate that. So, und Haru. Okay. There. Wir müssen den erstmal irgendwie klein kriegen, anders wird's nix. Dann kann ich auch wieder auf normal stellen. So. Ahn hat jetzt auch keine SP mehr. Toll. Mann. Take this. Aber so könnte man halbwegs eine Chance haben, hier durchzukommen. Auch wenn es mich ankotzt, dass ich schon wieder runterstellen musste, vielleicht, aber es geht nicht anders. Ich meine, was soll ich machen? Shit, Joker ist raus. Mit 5 SP kann ich nichts so richtig anfangen, ne? Habe ich mein Item zum Wiederbeleben wieder? Ja.
I'll do it. Wir müssen erstmal die Kleinen hier auch mit loswerden. Die machen mir sonst zu viel Schaden hier zwischendurch. So, wo ist denn der Dicke hier? Was war denn das jetzt? Persona. Na, ich habe auch Feuer ausgewählt hier, ne? So ist es nicht. Gut, okay. Komm, da fehlt nicht mehr viel. Das wird doch jetzt irgendwie noch klappen. Und da wird er auch noch mitgetroffen. Sehr gut. So ein bisschen zumindest. So, vorsichtshalber gleich mal wieder heilen hier. Oan hat wieder SP. This one, thank you. Okay, okay, there. Na, in dem Fall. Ach, die ist gerade. Let's go! Die kann gerade nicht. Und ich hab auch wieder. Okay. Persona! Oh ja! Komm schon! Oh, Gott sei Dank! Yeah. Mann! Hey, gut, das sollte den Schneesturm stoppen. No way! Ah, der Übergang funktioniert wieder. You lost a lot of stamina. Maybe it's time to head back? Ja, sollten wir auf jeden Fall. Alter Schwede, so, ich gehe jetzt aber erstmal wieder aufs System und stell wieder auf Mittel. Boop. Alter! Das war mies, dass die uns eingesperrt haben. Sonst wäre es überhaupt kein Problem gewesen, den auch auf Mittel zu erledigen. Also auf normal. Aber echt, ey. Nach der Aktion, ne. Wir mussten so viel schon einstecken. Wasn't there a checkpoint here? Oh. Huh? The ice wall's gone. No kidding. Wonder why. Something tells me even a massive heater couldn't have done this. I have a hypothesis. In Shibuya and Sendai, our key to progression both times was the core at the top of the prison keep. Yeah? If the same logic applies, then couldn't that core we found earlier be the key to melting these ice walls? It could very well be possible. Stimmt! Der Gedanke ist gar nicht so blöd. Yeah, not getting it. Ich schon. We're in the metaverse. Some things we just have to accept and move on. In this case, we'll need to melt more ice walls to get inside the castle. Then we know what we need to do. All right, Sophia, ready or not? Ja, das heißt, wir müssen jetzt um. Ja, klar. Wenn wir die Kerne alle haben, dann haben wir auch Zugang zum Schloss. Klingt plausibel. Here we come. Okay. Ah. Ja, wo sind die anderen Kerne? Let's get going. Ja, das scheint der einzige Weg zu sein. Gehen wir weiter. Ja. Ich würde aber gern das Jail erstmal verlassen und mich erholen. Und das machen wir jetzt auch. Erstmal einen Speicherstand anlegen. Sorry, also ich versuche so wenig wie möglich auf leicht runterzuschalten, aber das wäre jetzt anders überhaupt nicht gegangen. So ein Mist, ey. So, wir haben aber offenbar gar nicht großartig was Neues jetzt hier, was passiert. Wir können nur mal gucken. Also die Story wird jetzt noch nicht fortgeführt. Wir haben 36.000. Vielleicht können wir ein bisschen shoppen gehen.
Mal Automaten erstmal abgrasen hier. Alles Tipi-Items, aber wir haben viele verbraucht, da nehme ich halt mal wieder was mit. Nützt ja alles nichts. Halt, auf der anderen Seite sind irgendwo noch Läden. Hey there. Eiser. That's what you're getting. Thanks for your That's what you're getting. Thanks. Ich frage mich, wie wir das Eis transportieren, ohne dass es schmilzt. Wobei, gut, im Jail selber haben wir da wahrscheinlich wenig Probleme dann diesmal. Thank you very much. Is that all for today? Thank you. So, was haben wir hier noch? Ein klassisches Geschenk. Senkt leicht die Sicherheitsstandards eines Gefängnisses. Sicherheitsstufe. Der süße Duft von Lavendel beruhigt das Herz, hält wütend verängstigt. Naja. Nee, Arn hat auch nichts mehr zu sagen. Mit denen haben wir ja schon gequatscht. Was hat es eigentlich mit unseren Anfragen auf sich? Können wir da irgendwas... Ja, das hier wäre fertig zu erledigen. You're going to cancel? Nein. Okay. Ah, wir haben aber neue. Schleimige Hölle. Ich habe nur gesagt, dass Nuts mir fake ist und jetzt ruinieren seine Fans mir das Leben. Sie haben mich sogar gedoxt. Bitte helft mir, bevor es Schreckliches passiert. Besiege Schleim mit Joker. Naja, gut. Mona hat eine Begierde tief im Gefängnis von Sapporo gespürt. Weit vom Schloss entfernt. Als sie auf dem Weg zum Monarchen verloren ging, wir müssen auf der Hut sein, es wimmelt von Schatten. Besiege Jack Frost durch die Schwäche. Ich kann keine weiteren Annahmen, annehmen? Schade. Aber hier, schlägst dich gut in deinen Kämpfen, Trickster. Ich gebe dir einen neuen Auftrag. Zeige Lavenza Gottesanmut mit Eligor. Okay, na, schauen wir mal. Was, den Garten kann ich untersuchen? Hey Akira, sollen wir versuchen, das vierblättrige Kleeblatt zu kriegen? Wer es findet, darf auf Glück hoffen und ich will, dass euch nur Gutes widerfährt. Aha, ja, probieren wir es. Okay. Ein vierblättriges Kleeblatt. Okay. Das freut mich für dich. Hoffentlich geschieht jetzt auch etwas Gutes. Okay, Bindungslevel ging hoch. Ja, cool. Aber trotzdem möchte ich mich erstmal weiter hier noch umgucken und shoppen gehen. Ich brauche SP-Items, auf jeden Fall. Sonst wird das nichts. Was? Ach so, nur nachts geöffnet, aha. So. Naschereien laden und Big Bang Burger. Will ich das? Ich glaube, das will ich. Thank you so. Have you decided? Thank you so. Have you decided? Here you go. Thank you. So, müssen wir mal gucken, ob wir irgendwo noch Läden oder Automaten finden, wo wir ein paar SP-Items kriegen. Das wäre jetzt irgendwie für mich jetzt erstmal so das Wichtigste. Apotheke, ha? Huh? Oh ja, hier. Süßes Durchleberöl. 30 SP, na, das ist doch immerhin etwas. So, ich gras jetzt mal primär nach SP-Items ab. TP-Items haben wir ja noch ein paar. How can I help you? Thunfisch, ja. Kochzutaten. Naja, los, dann nehmen wir die mal mit. Here you go. You done? Want your receipt? You done? Want your receipt at all? Want your receipt at all? Here you go. You done? Here you go. Come again. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir im Wohnmobil was kochen können, wenn wir hier durch sind. What's up, Ted? Oh, that's dope. Oops. Come again. So, haben wir da drüben noch ein paar Shops. Welcome. Curry, huh? Nee. Lass mal.
Welcome. Hausgemachtes Rahmenset. Thanks a bundle. Please come back soon. Na, nicht. Welcome. Mach doch sowas nicht. Und hier, ja, Bowl. Oh ja, hier, Körniger Seeigel, her damit. Ich nehme auch gleich dreimal, kein Thema. So, jetzt haben wir hier ein bisschen abgegrast. Dann gehen wir doch mal zurück zum Park und zum Wohnmobil und gucken mal, ob wir uns was kochen können. Damit wir dann ein bisschen besser vorbereitet sind in der nächsten Runde. Kann ich hier nicht drüber springen? Kann ich natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Naja, gut. Let's get to work. Okay, Shop nutzen, kochen. Kochen möchte ich erstmal. LeBlanc Kaffee kann ich nicht, aber ich kann LeBlanc Curry kochen. Und zwar dreimal. Das ist ein SP-Item, das will ich. I wanna eat some too. So, was haben wir denn sonst noch? Hier, neue Meeresfrüchte-Bowl. Aber da fehlt mir Reis. Na toll. ...20 SP. Das Curry stellt auch 20 SP, aber aller Verbündeten wieder her. Ah, hier auch. Naja, gut, okay. Ist in Ordnung. Können wir noch irgendwas? Ja, Guillotin-Eintöpfe können wir uns noch leisten. I wanna eat some too. Und wir können uns noch Miso-Ramen machen. Mhm. That was pretty good. Die Nudeln sind genau richtig bissfest. Und der Miso-Geschmack ist so lecker. Ha, scheiße, Alter, ist das gut. Überirdisch, Mann. Hey, Akira, kannst du mir das jeden Morgen machen? What? Übertreib's nicht gleich, Ryuchi. Machst du mit meinem Heiratsantrag, Ryuchi? Na, hoffentlich nicht. Die Miso-Ramen waren ein echter Hit. Ich esse den Rest später. So, aber ansonsten können wir jetzt erstmal nichts mehr basteln. Wir schauen mal eben nochmal schnell in den Shop. Aber ich glaube kaum, dass da... Doch. Hier, Entzünder ist neu. Ach nee, das ist ja equipped. Okay, Ryuchi. Für Ryuchi könnten wir was Stärkeres mitnehmen inzwischen. Dann machen wir das mal. Ausrüsten. So, haben wir einen Krummsäbel. Was wir jetzt noch kaufen können, kaufen wir mal. Thanks for your patronage. You want this one? You want to equip that? Was? Warte mal. Angriff geht runter? Da habe ich jetzt Mist gebaut. Hier geht der Angriff hoch. You want this one? You want to equip that? Put it to good use, okay? Who is it for? Dann müssen wir jetzt mal gucken. Ausrüstung. Und zwar... die Waffen. Also bei mir passt das. Kein Problem. Ryuchi hat das Stärkste. Ja, Morgana, die Kopfjägerkelle S ist auf jeden Fall stärker. Den Krummsäbel können wir verkaufen. Gut, okay. Sieht aber jetzt zumindest mal gut aus. Dann werden wir den Rest jetzt verscheuern. What are you looking for today? What are you selling? Da würde ich gern alles verkaufen. Mir wurde gesagt, es verkauft nur Schätze. Tatsächlich, ja, cool. Danke für den Hinweis. Das ist von der Menüführung her echt ein bisschen, ja, unverständlich, muss ich zugeben. Gut, Waffen können wir eigentlich auch raushauen. Are you sure? Comment, are you sure? Comment, are you sure? Comment, are you sure? Hacker-Ausrüstung Mark II. Ne, die behalten wir mal. Die könnten wir doch Futaba geben, oder? Na, wieso bin ich jetzt aus dem Wohnmobil raus? Das war eigentlich Quatsch. Aber Ausrüstung, das muss doch für Futaba sein, ha? Die Hacker-Ausrüstung.
Genau, Mark II geht die Verteidigung auf jeden Fall extrem hoch, wobei ich jetzt gar nicht... Ja doch, das nützt uns insofern was, wenn, wenn Futaba wieder hacken muss, dann dürfte sie weniger Schaden einstecken. Das ist eigentlich ziemlich gut. Ja. Let's get to work. So, dann gehen wir jetzt nochmal in den Shop und verkaufen noch die Mark One. This should be helpful. What are you selling? Ich verkaufe einmal Hackerausrüstung. Jawohl. Und in der nächsten Folge gehen wir dann wieder zurück ins Gefängnis und gucken mal, ob wir da besser durchkommen und die weiteren Eiswände irgendwie noch klein kriegen. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Ich bin jetzt erstmal raus hier. Bis dahin, haut rein!